Das betrifft zum einen die Rolle des Vizepräsidenten selber. Der amerikanische Vizepräsident macht eigentlich traditionell, ist es so etwas wie ein Frühstücksdirektor. Das heißt, er reist in der Weltgeschichte umher, eröffnet Kongresse, macht Planungen, also jetzt bei Al Gore zum Beispiel, er ist herumgereist und hat dafür den Klimawandel geworben und da großartige Projekte überall vorgestellt. Und auch der jetzige Vizepräsident Joe Biden, der ist ja immer unterwegs. Cheney ist nie unterwegs. Cheney reist keinen Meter. Cheney ist immer in Washington, immer im Weißen Haus. Und Bush sagt ja von sich, er geht um 9:30 ins Bett und mit Bücherlesen, Ausnahme Bibel, das ist nicht so seine Stärke. Und er trifft jetzt auf dieses Energiebündel Cheney, der morgens um 6 Uhr aufsteht und um 7 Uhr im Weißen Haus ist. Und wenn dann Bush kommt, hat er schon alles vorbereitet. Zusätzlich setzt er an die Seite von Bush seine eigene rechte Hand, einen gewissen Libby, Scooter Libby. Der wird Berater des Präsidenten. Der Präsident hat noch andere Berater, zum Beispiel damals Condoleezza Rice. Aber Libby hat eine starke Position, weil er nicht nur der Berater des Präsidenten ist, sondern auch des Vizepräsidenten und dadurch enorme personelle und Recherchemöglichkeiten hat. Also stehen laufend Cheney und Libby bei Bush auf der Matte und beeinflussen ihn. Condoleezza Rice und die andere etwas zurückhaltendere Fraktion in der Administration und Colin Powell haben Schwierigkeiten, an Bush ranzugehen. Als zum Beispiel Bush später bei der 9-11-Kommission aussagt, macht er zur Bedingung nicht nur, dass alles unter verschlossenen Türen passiert, sondern er will Cheney dabei haben. Er sagt nur aus mit Cheney zusammen. Das spricht schon für die stärkere Position von dem Mann. The Vice President and I just finished a good conversation with the 911 Commission. It was wide-ranging. It was important. It was just a good discussion, and I really appreciate the members. I want to thank the Chairman and Vice Chairman for bringing the commission here and giving us a chance to share views on different subjects. And they had a lot of good questions, and I'm glad I did it. I'm glad I took the time. This is an important commission, and it's important that I ask the questions they ask so that they can help make recommendations necessary to better protect our homeland. And but it was a I enjoyed it. Dann führt Cheney neue Regularien ein für den Vizepräsidenten. Und zwar werden dem Präsidenten durch Arbeitskreise zugearbeitet, was er machen soll, welche Gesetze in der Innenpolitik, in der Außenpolitik. Cheney erreicht zum ersten Mal in der Geschichte, dass der Vizepräsident Zutritt hat zu diesen Arbeitskreisen. Das heißt, er beginnt diese Arbeitskreise zu dominieren. Ein besonderes Meisterstück ist, wie er die Verabschiedung von Erlassen der Bush-Regierung beeinflusst. Die amerikanische Politik wird durch Gesetze geregelt, die macht der Kongress, und durch präsidiale Erlasse. Das ist die Besonderheit des amerikanischen Systems, in Frankreich ist es ähnlich, in Russland auch, dass der Präsident eben über Erlasse auch sehr viel bestimmen kann. Die meisten Schweinereien in der Bush-Administration sind nicht auf gesetzlicher Grundlage gemacht worden, sondern auf der Grundlage präsidialer Dekrete. Also zum Beispiel die Folterung von Gefangenen, dass man sagt, Al-Qaida-Verdächtige genießen keine Privilegien nach der Genfer Konvention, werden nicht als Kriegsgefangene behandelt, sondern vogelfrei. Das ist ein präsidialer Erlass. Oder später der Erlass über die Killfahndung, also dass sie weltweit Todesschwadrone ausschicken, die Al-Qaida-Verdächtige nicht festnehmen müssen, sondern bedarfsweise auch töten dürfen. Was alle Gesetzgebung seit der Carter-Administration 1978 aufhebt. Auch ein präsidialer Erlass.
Und diese präsidialen Erlasse, die kommen zustande über zwei Gewährsleute von Cheney und nicht über Bush selber, und zwar über den bereits erwähnten Eddington, der nämlich der Rechtsberater des Weißen Hauses ist, und dem Verfassungsprüfer des Justizministers, ein Mann südkoreanischer Herkunft namens Yo. Die Erlasse werden ausgearbeitet, indem Eddington mit Cheney spricht. Cheney bequatscht Bush. Dabei kommt ihm zu Hilfe, dass dieser Yo diesen Erlassen die Verfassungsmäßigkeit bestätigt. Und dann gehen die Erlasse raus und werden Gesetz. An zwei Beispielen zeigt sich die Fragwürdigkeit, also wie da getrickst worden ist. Also zum Beispiel der erwähnte Erlass zur Folterung von Gefangenen aus dem Jahre, glaube ich, war das noch sogar 2001, haben die das schon festgelegt. Kurz nach dem 11. September. Da baldowern die im kleinsten Kreis diesen Erlass aus. Und eigentlich muss der Erlass, bevor er dem Präsidenten zur Unterschrift vorgelegt wird, muss durch alle Ministerien durchgehen, damit die das abzeichnen. Kabinettsumlauf. Und die Cheney-Gruppe wusste aber, dass der Außenminister Colin Powell es nicht unterzeichnet. Der war nicht so brutal drauf. Also haben die einfach den Umlauf nicht gemacht und diese Vorlage zur Unterschrift ins Weiße Haus gebracht, ohne die Abzeichnung. Und im Vorzimmer des Präsidenten, als dann der Bote ankommt, dann sagen die, Moment, da fehlt doch was. Und dann sagt er, da war eine Vertretung dann im Vorzimmer, dann sagt der Bote ganz frech, nee, Bush hat es schon abgesegnet. Wird dann durchgelassen zu Bush. Bush ist schon an seinem Hubschrauber, das war also alles auch intelligent getimt. Dann wird ihm diese Mappe vorgelegt im Leinenleder mit dem präsidialen Siegel. Der Stift wird ihm gegeben und Bush unterschreibt. Und das Kabinett, inklusive Colin Powell, erfahren erst aus der CNN-Nachricht, dass dieser Erlass plötzlich gilt. Und sind natürlich entsetzt, aber unterschrieben ist unterschrieben und Bush ist nicht derjenige, der später zurückzieht. Oder einen anderen Erlass aus dem Jahre 2004. Also eine wichtige Funktion bei diesen Erlassen müsste eigentlich der Justizminister spielen. Weil der Justizminister ist der Vorgesetzte dieses Verfassungsprüfers Jo. Und eigentlich hat Cheney den Justizminister mit Bedacht rausgesucht. Cheney hat sowieso alle Minister rausgesucht. Das hat Bush nicht interessiert. Die ganze Bush-Mannschaft ist von Cheney rausgesucht. Und Cheney hat als Justizminister den relativ bekannten John Ashcroft rausgesucht. Und zwar vor folgendem Kalkül, dass Ashcroft eigentlich politisch ein toter Mann war. Der hat bei Vorwahlen, bevor Bush rankam, ein halbes Jahr vorher gab es irgendwelche Kongressnachwahlen, da hat er gegen eine Leiche verloren. Das war so, da gab es eine Wahl in seinem Bezirk oder in seinem Bundesstaat und der Gegenbewerber von den Demokraten ist kurz vor der Wahl verstorben. Aber die Wahlzettel waren schon gedruckt. Und obwohl er schon tot war, hat er von den Wählern noch mehr Stimmen gekriegt als der Ashcroft. Da hat Cheney gedacht, den nehme ich als Justizminister, weil der wird mir keinen Widerstand entgegensetzen. Und so war es über weite Strecken auch, aber im Jahre 2004, da ging es um das Dekret über unbeschränkte präsidiale Vollmachten in der Terrorverhandlung. Da hat sich Ashcroft begonnen zu wehren. Und die Szene, die da geschildert wird in meinem Buch, habe ich von amerikanischen Autoren übernommen, ist gespenstisch. Weil Ashcroft ist damals im Krankenhaus. Er hat eine schwere Operation gehabt und liegt da irgendwie zwischen Leben und Tod auf dem Bett. Und dann kommt Eddington mit einer Eskorte vom Vizepräsidenten, geht in das Krankenzimmer rein und legt diesem todkranken Ashcroft das Dekret zur Unterschrift vor, zur Abzeichnung, muss er abgezeichnet werden. Und quatschen da auf den Leblosen ein und drücken ihm auch den Füller in die Hand, bis der Ashcroft sich plötzlich leichenblass aufrichtet in seinem Bett und sagt, das werde ich niemals unterschreiben und ich habe schon zu viel unterschrieben. Und dann müssen die wieder abziehen. Und die Szene schildert die Frau, die auch, die Ashcrofts Frau, die auch im Krankenbett ist,
die dann hinter den abziehenden Eddington und so weiter, die macht dann Faxen und streckt die Zunge raus. Von wegen, jetzt haben wir es denen gezeigt. Aber es war eine Fehlrechnung. Weil der Eddington ist so frech, dass er mit dem Formular, wo eine Abzeichnung für den Justizminister drauf ist, geht er in sein eigenes Büro und macht, was weiß ich, mit Tippex oder mit was, diese Unterschriftszeile raus und ersetzt sie anstelle von Justizminister, steht dann Rechtsberater des Justizministers. Und dann unterschreiben die das selber. Und so wird das Erlass. Und so hat diese Gruppe gearbeitet bei den wichtigsten Einschränkungen der Menschenrechte oder der Bürgerrechte in der Innenpolitik. Aber so arbeitet diese Gruppe auch in der Außenpolitik. Das Wichtigste ist, dass die Gruppe um Cheney Parallelinstitutionen schafft innerhalb der Administration. Deswegen spreche ich von Schattenregierung. Jede offizielle Institution wird praktisch gedoubelt. So gibt es zum Beispiel zusätzlich zur CIA gibt's einen neuen Geheimdienst. Dieser Geheimdienst erhält eine Propagandaabteilung an die Seite, die im Pentagon angesiedelt ist. Pentagon mit dem Chef Rumsfeld, Stellvertreter Wolfowitz, dritter Mann Faith, alles die Buddies aus den 70er Jahren. Die machen eine eigene Propagandaabteilung, das heißt Office for Special Plans. Alle Lügen über den Irakkrieg werden von diesem Parallelgeheimdienst und vom Office of Special Plans zusammen gebastelt. Chemische Kampfstoffe in den Bungeln. Woher weiß ich das? Warum kann ich das hier so behaupten? Ich gucke mal dichter da drauf. Sehen Sie mal links. Hier gibt es eine Nahaufnahme dieses Bunkers für chemische Waffen und Kampfstoffe. Es gibt ganz deutlich Anzeichen dafür, dass es hier um die Lagerung von chemischen Waffen und Munition geht. Wir erkennen das ganz deutlich an den Konturen. Wir wissen, dass es da drinnen besondere Wachposten gibt, die auch nur sehr selten raus. Die CIA sagt immer, Moment, es ist noch nicht erwiesen, Moment, Massenvernichtungswaffen, da ist die Beweislage unklar, wir raten ab von dem Krieg, aber die anderen versuchen, legen dafür abenteuerliche Dokumente vor und schleusen die über die direkte Verbindung von Cheney und Libby direkt auf den Tisch des Präsidenten. Sie haben vielleicht, eine Sache hat sogar zu einem Hollywood-Film gebracht, nämlich die Affäre Valerie Plame. Valerie Plame, der Film heißt glaube ich Fair Game oder Fair Play, lief im letzten Dezember auch in den deutschen Kinos, aber hat es nicht lange durchgehalten, obwohl es eigentlich ein ganz guter Film ist. Da geht es um die angebliche Uranbeschaffung von Saddam Hussein aus dem Niger. Und weil dieser Parallelgeheimdienst hat behauptet, Saddam Hussein hat sich Waffenuran aus dem Niger besorgt. Die CIA hat gesagt, das glauben wir nicht, wir schicken da jetzt einen runter und einen, der sich auskennt im Niger. Und das war der Ehemann von Valerie Plame, der war früher Botschafter im Niger. Und der hat dann rausgekriegt, dass es alles erstunken und erlogen ist, dass es da nicht ein Fitzelchen eines Anhaltspunktes gibt. Und kam dann zurück und hat der CIA entsprechend berichtet. Damit wäre die Story eigentlich tot gewesen. Aber diese sogenannte Yellow Cake Story oder das sogenannte Nigergate hat es schließlich geschafft bis in die präsidialen Erklärungen des Krieges gegenüber dem Irak, weil diese Aussage des Emissärs der CIA gestoppt wurde, indem diese Schattenregierung der Presse zugespielt haben, dass die Ehefrau dieses Emissärs, nämlich die besagte Valerie Plame, eine CIA-Agentin ist. Plötzlich war die von einem Tag auf den anderen mit Name, Klarname und Foto in den Zeitungen und war natürlich dann bei ihren Auslandsmissionen in Todesgefahr. Und so haben die das gestoppt. Da könnte man noch unendlich viele weitere Dinge berichten. Wichtig im Zusammenhang mit der Außenpolitik ist auch die Parallelstruktur der Schattenregierung in der Militärpolitik.